Hallihallo und herzlich willkommen zurück zum Let's Play von Mountain Blade Warband. Ja, zuerst möchte ich mal kurz sagen, ich habe den Schwierigkeitsgrad mal auf durchschnittlich, ich habe ja schlecht gehabt. Ja, einfach, dass ich so ein bisschen reinkomme. Ich bin ja jetzt viel zu stark, also durchschnittlich mal. Was soll ich? Nein, gut, ist einfach zu nervig. Bei Kamanion KI kann man ohne Probleme dann später gut machen. Mache ich eventuell sogar noch höher dann. Wir haben letztes Mal ja Rebache ein bisschen geholfen. Und ist jetzt bei 15. Ein oder zweimal haben wir geholfen. Also einmal haben wir im letzten Part geholfen. Vielleicht früher noch. Hab da nicht geschaut. So, jetzt gehen wir mal nach Kurau. Und schauen wir mal, ob es hier ein Lösegeld von mir. Der Bocher ist nicht dabei. Aber zwei andere mit B, okay. der braucht nicht, also wir haben keine. Gut. Ja, die ist schon stark, diese Waffe, aber es gibt noch stärkere und die werden nirgends. Boah. Sogar eine Stangenwaffe. Ich will lieber eine, die nur Zweihand ist. Hm. Ja, leider ist da alles auch ein bisschen teuer. Ich sollte dann mal wieder in ein gut betuchtes Reich gehen. Dann schauen wir doch hier mal auf. Ja komm, wir nehmen das Brot hier. Die so viel fressen, kaufen wir alles Brot. Gut, dann haben wir hier oben vielleicht noch einen König. Nur die Dame, hä? Wir suchen mal das Banditenlager. Es muss irgendwo hier oben bei Kudan sein. Einfach wo es am meisten Banditen hat, solltet ihr schauen. Okay, Delinat, hä? Also mir macht immer das Spiel mega viel Spaß. Ich merke aber, so langsam ist es einfach zu über Let's Played. Ich bekomme fast keine Aufrufe mehr. Früher habe ich viel mehr Aufrufe bekommen. Aber das ist einfach halt das Problem manchmal bei vielen, also vor allem bei Minecraft. Da habe ich einfach ein Jahr Pause gemacht und kommen fast keine Aufrufe mehr, weil alle weg sind und so. Und ich merke, ich verliere auch viele Abonnenten so, weil die wahrscheinlich merken, oh, ja, noch einen ist übrig. Aha. Die merken einfach so, ja, es ist halt nervig, wenn der immer Pause macht und so. Ich bin halt einfach nicht so gesund und deshalb kann ich da nichts machen. Und gut, muss ich halt damit leben. Aber ja, ich bin jetzt auch wieder krank, ein bisschen Grippe. Okay, da ist ja gar nichts los in der Schenke. Waffenhändler. Ja, da hat sich halt noch nicht gewechselt, hä? Das ist blöd. Hier? Nein. Ich schaue, dass ich einfach von mir aus auch mehr schaue, dass ich Projekte fortsetze. Aber natürlich dürft ihr jederzeit, dürft ihr da und die, also sagen, was ihr wollt, natürlich. Es ist halt schwer als Let's Player. Hm. Gehen wir mal her in den Wald, okay? Ja, wo ist das Banditenlager? Und gibt es keins, wenn halt die
Prinzen, also ja, diese Vasallen, die greifen, glaube ich, keine an. Da ist ein da ist es. Hä? Können wir dich erreichen? Ich möchte dich gerne besiegen. Ich will einfach mal ringsum ein paar Banditen erledigen, das bringt mehr. Aber wir sind so langsam, es geht so lange. Das Pausieren, ja. Weiß es glaube ich ja nicht ganz so gut. Ey, du bist nervig, hä? 5,5. Wir erreichen ihn. Schön. Wir müssen einfach ein bisschen an Kampferfahrung kriegen. Wer jetzt verliert, der jemand Gutes. Hey! Blödes. Man muss immer runterschauen zum Absteigen, das nervt. Ah, oh, Bannerlords, komm endlich raus. Ja, da kriegt man ja gar nicht selber, ey. Ich brauche ein besseres Pferd. Schnelleres. Tigerbandit. Nein, die nehmen wir nicht mit. Also, hat jemand Erfahrung gerade, der noch nicht gut ausgerüstet ist? Der nur, hä? Okay. Der. Ja. Schon wieder fertig, hä? Kleti ist aber aufgestiegen. Oh, du bist gar noch nicht gut ausgerüstet, hä? Nomadensäbel. Wieso hast du zwei Dolche? Okay. Hast du Bogenerfahrung? Nö. Ab den kannst du tragen. Hast halt noch keine Pfeile, aber ich gebe dir bald Pfeile. Hoffentlich. So, und jetzt haben wir hier mal ist das auch Wegfindung und Aufklärung. So, vielleicht kannst du noch... Ja, nein, ich mach dich mal zuerst ein bisschen schlagkräftiger. Gut. Und... Mein Charakter ist natürlich noch nicht Level abgestiegen. Dorf bauen, hä? Gehen wir mal nach Shopshade. Möchtest du etwas, liebe Dorfälteste? Nein, Kampfkunst nicht. Das geht zu lange. Ja, komm, nur ein bisschen. Nur ein bisschen, ich will Frauen wieder haben. Ja, du dummer Reiter. Ach, so ein Mist. Die sind einfach zu schnell. Wir haben zu viele... Deserteure, komm. Komm, noch ein bisschen den Boost mitnehmen. Hallo? Liebe Deserteure, seid ihr nicht beritten? Wir warten ein bisschen jetzt. Los! Ah, schön sieht das. Cooler Ritter. Swadische Ritter.
müssen hier den erledigen. Ah, komm jetzt. Bist du ein Angsthase? Ja, wir haben zu starke Ritter, hä? Toll. Nix. Ja, ist nicht gut, Deserteur gewesen. Manchmal sind es eben die Niedrigeren, die einfach langsam so die Lust verlieren, weil sie merken, oh, sie sind die Schwächsten und werden mal bald sterben. Komm, wir gehen zu den Banditen und sterben noch schnell. Ja. Das Problem kann man halt einfach nicht lösen als Bandit. Hä? 5 von 8. Hey, ich will dich. Ich will dich, bitte, 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 nur dich. Hä, du hast 6? Du hast 7 jetzt wieder? Und dabei 8 wird angezeigt. Aha. Komm, Banditen jagen. Wir jagen Banditen, bis sie schwarz werden. Durch meine Pfeile und meinen Feuerschwert. Also einfach Angriff. Kampfvorteil 11. So lernen wir ein bisschen Berittenen im Kampf. Ja, erledigt doch nicht alles sofort, ey. Na, wir haben gut, zu gute Truppen. Wir sollten mal wieder ein bisschen Rollenspiel machen und ein paar Truppen feuern. Ah, die armen Leute. Werde ich die ja dann zu Banditen oder was? Okay. Scheinbar sind alle gestorben, auch die... Hä, ist der falsch angezeigt worden? Ich denke schon. Oder habe ich es nicht gesehen? Waren es Dinge? Waren es... Kabaranenwachen oder so? Ich habe gar nichts gesehen. Ich habe es einfach überspult. Wir sind viel schneller mit diesem Trupp als die mit 20. Dennoch erreichen wir sie nicht, weil das Spiel wieder Probleme hat, oder was? Oh, Knuda! Wieso muss das jetzt Swadien sein? Wie macht man das? So nicht. So. Ja, ich weiß es jetzt nicht. Dass wir nur die Nahkämpfer mal kämpfen lassen. Nicht die Beriten. Wenn ich eine Burg habe, dann bin ich froh. Ich tu Knut da drauf. Ja, das ist Selbstmord noch. Ja toll, es kommt nie irgendwas. Machen wir mal die zwei hoch und allein
Müssen wir dann nachher machen. So. Jetzt machen wir mal Clay Tea. Und den Pfeil geben. Hä? Ja, es hat schwach. Ja. Da. Hm. Okay. Speichern als Banditen jagen. Okay, dann gehen wir das Banditenlager ausweichen. Hä? Müssen halt unten durch. Da können wir gleich noch zur Stadt gehen. Oh, Clady wohnt hier. Also wieder pausieren und lesen, wenn ihr Lust habt. Damit ich da nicht zu viel lesen muss bei meiner Grippe, bei meinen Problemen mit der Stimme und so. Was mir noch auffällt, es ist wahrscheinlich eben manchmal auch sehr unbeliebt, wenn die Stimmen anders sind. Ich hoffe, euch stört es nicht so. Auf jeden Fall bin ich nicht einer, der sich einfach zurückzieht, wenn er krank ist. Weil auch ich nicht so gut gehört werde. Also zum Beispiel die Leute dann immer nur fragen, ja, was ist mit dir? Bist du krank oder so? Und ich dann immer schreiben muss. Dabei einfach mal kurz schauen. Vielleicht ein Video schauen, was drin steht oder sonst irgendwas. Aber im YouTube ist halt ein bisschen zu wenig ausgereift. Zu wenig Ding, wo man einfach mal irgendwie noch etwas notieren kann. Bräuchten wir mal, weißt, wisst ihr? Es wird nie geschaut in den Kanalkommentar, also in den Kanalbeschreibung oder in den neuesten Video oder so. Unten in der Videobeschreibung wird auch nie etwas geschaut. Ja, ist ein bisschen problematisch, aber nicht so schlimm. Hm. 35er Einhornschwert, 45er Hacksäbel, Hackmesser. Hm. Dieser Bogen ist noch recht stark, ja? 15 ab 0. Okay. Ja. Also Banditenlager ausreichen und dann mal schauen, was wir machen könnten. Ja, wir müssen unbedingt wieder mit den Leuten reden, aber es ist niemand da hier. Knut Kudan, ja. Hey, was ist das für ein? Der ist nur 17. Gut. Verstecke angreifen. Oh, der Artiman ist noch hier. Komm, stirb. Ich gehe schon mal weiter. Oh, schaut mal die da oben. Ich gehe mal hier hoch. Ich darf ja nicht sterben. Der Kampf ist schwieriger geworden. Ist niemand hier, gell? So ein Mist. Ah, die ist oben durch oder so. Oh, ist es der Artiman gestorben? Ich weiß es nicht. Er macht nackt Dancing. Hey, sterb doch nicht alle. Hey. Das ist unfair. Sowas von unfair. Mensch, Meier. Hier mit dem Fernkampfwaffen.
So, wenigstens bin ich jetzt oben. Es kann mir nichts mehr passieren. Immer sofort nach oben irgendwie. Egal wo ein Gegner ist. Meine Truppen haben versagt. Da unten ist noch jemand von mir. Ich kann ihm nur so helfen. Ja, jetzt stirbst du auch. Oh Gott. Bunduk, du musst besser sein. Gut, hinter mir ist auch noch einer. Ich glaube, ich habe manchmal ein paar Problemchen mit dem Ausweichen, aber sonst geht's recht gut. Ja, keine Chance gehabt. Was ist denn so frech? Hey, wieso wir... Eigentlich ist ja uns wieder nichts passiert. Aber wieso sind meine Leute so schlecht ausgewählt? Ist ja klar, dass alle sterben. Nackte noch mit kämpfen können. Ich muss den runter tun. Das ist wichtig. Hm. Harte Männer. Wieso ist das so weit oben überhaupt? Das Problem ist halt, ich mache ja nein, Jermus muss dabei sein. Jermus ausrüsten. Ich habe nichts dabei, gell? Hm. Einen Bogen mitnehmen, hä? Der, also ihm geben. Also jetzt machen wir mal kurz ein bisschen Banditenpause und gehen zu den Kanatkergiten. Zuerst mal schauen, ob jetzt jemand da ist, aber natürlich nicht. So ein Scheißzeug. Immer noch der gleiche. Immer noch das gleiche da. Hm. Ich brauche jemanden. Wo sind sie denn? Das ist wieder der gleiche, der beim Anfang immer da war. Bei dieser Burg dort. Die hinten dran ist. Ich muss irgendwie mich ein bisschen einschleimen im Reich. Gehen wir mal nach Tulga. Beziehungsweise bleiben ein bisschen hier eher. Aber gehen immer wieder nach Tulga. Wo sind denn die? Haben wir wieder eine Kaffeepause? Jamira. Oh, ich bin auch Level Up. Habe ich gar nicht gesehen. Ja, natürlich bei diesen Gegnern, die wir besiegt haben. Du hast recht schlechte Sachen. Was bringt das? Das habe ich alles. Das bringt dir gar nichts. Komm, wir machen dich richtig zur Schlagsau. Und eine Handwaffe natürlich. Und sonst hast du nichts. Zwei Handwaffen, komm. Allein. Du musst Stärke nehmen, hä? Oder Wendigkeit. Nehmen wir Stärke, Schlagkraft, Einhandwaffen, Ausrüstung, ein Kurzschwert hast du. Gut, sonst haben wir nicht viel, hä? Neues. Also. Ja, es wurde wieder schwer, ich merk's. Ja, Anführerschaft wollte ich eigentlich immer noch, aber ich muss auch unbedingt stärker werden. Schlagkraft. Zweihandwaffen ist so stark jetzt schon. Ja, Bogenschießen unbedingt. Werfen.
muss wieder auf Bogenschießen machen und dann vermehrt schießen. Ja, hätte ich es machen sollen, aber wie? Bisschen... mich verstecken, ducken oder... Ja, verstecken einfach. Hugo Neuern. Ist hier ein Kaffeekränzchen? Schauen wir mal, hä? Macht beim Turnier mit. Jetzt haben wir 25. Ja. Ja, wo sind denn die Leute? Weiter hinten. Wo sind sie denn? Sind alle am Turnier. Sonst ist ja kein Weg mehr. Brauche ich doch. So, hier haben wir nur eine Schwerkämpferzeug. Große Langbadisch. Stangenwaffen halt. Auch Stangenwaffe. 41er. Wir haben so viel Geld. So. Und hier noch nicht die Handschuhe. Und dafür beginnen wir jetzt mal mit dem Turnier wieder. Kämpft in der nächsten Runde. Ein Dolch. Also machen wir mal. Ist gerade schlecht, dass wir mit Bogen anfangen. Ah, du. Blödes Pferd. Ja, danke, hä? Der hat natürlich einen Speer. Und ist recht gut. Hey, die KI ist einfach zu gut bei gut. Schön, dass die Grünen besser sind. So. Ja, toll. Was ist jetzt los? Übungssperr. Schild. Ja, toll. Was ist denn los? Ich habe überhaupt keinen Plan jetzt. Ich habe die Übungssperre wieder hingetan. Okay. Eigentlich will ich ja nicht schießen, aber... Amy geht nur schießen. So ein Mist, gewirkt nur Pfeile. Ja, wir siegen sowieso. Hey, die haben sowas von einer schlechten Flugbahn. Kannst ja nicht treffen. Spiel ist einfach zu realistisch im Flugkurvenzeugs berechnen. Ha! Hier hast du auch noch etwas. Ja, okay. Nichts. Ich hätte speichern sollen, aber... Wieso habe ich immer so einen Scheißbogen? Das ist so unfair, dieses Turnier. Ah.
Haut mal ab. Wo sind die Roten? Mit zum Kampf. Sterbe. Hab ich wieder ein Dolch? Wieso habe ich einen Dolch? Ich bin so schlecht in einer Hand. Es gibt's irgendwie gar nicht. Sonst hat's immer zwei Handwaffen gegeben, nicht starke. Wo sind denn die? Nicht hier, oder was? Ich sehe fast den Dolch gar nicht wegen dieser Schrift. Das ist noch das Problem. Wo sind die Roten? Sind alle tot? Dort hinten sind noch... Toll, danke schön. Wirklich toll. Gut, immerhin kann ich kämpfen mit einem Dolch. Schön. Ach Menno, ich sterbe bald. Sind alle Grüne noch da? Was haben die Grünen denn anders gemacht? Schlimm. Das Turnier ist wirklich eines der schlechtesten Sachen im Spiel, weil es extrem unfair gegen den Spieler ist und gegen andere. Weil die Prinzen und Könige natürlich immer gewinnen. Oder einfach nur sich dumm anstellen. Gut. Geschafft. Also, ich mache jetzt mal, Partwechsel. Dankeschön fürs Zuschauen. Und bis zum nächsten Mal. Tschüss.